Wenn man an Rakeltechnik denkt, sieht man immer wieder die Bilder, die Gerhard Richter mit dem großen Rakelwerkzeug die Farbe auf der Leinwand zieht. Aus gutem Grund, denn kein anderer Künstler hat jahrzehntelang so konsequent mit dieser Technik gearbeitet wie der namhafte deutsche Maler. Für uns gilt er als Erfinder dieser Technik. Dabei gab es auch vor ihm andere Künstler, die diese wunderbare Technik für ihre Werke benutzten, zum Beispiel Karl Otto Goetz oder Wilhelm de Kooning. Rakeltechnik gleicht ein wenig der Spachteltechnik. Die Herangehensweise ist fast identisch, wenn die Größe nicht da wäre. Und das ist entscheidend, denn durch die Größe des Werkzeugs können wir großflächige Arbeiten und dementsprechend auch größere Formate wählen. Ohnehin wirkt diese Technik viel besser und eindrucksvoller, wenn wir mit großen Leinwänden arbeiten. Damit die Leinwand dem Druck standhalten kann, hängt sie am besten an der Wand und nicht auf der Staffelei. Das meistverbreitete Werkzeug ist der sogenannte Maurerglätter. Er ist sehr handlich und den bekommt man in jedem Baumarkt. Zu Hilfe nimmt man auch den Flächenspachtel. Das übergroße Rakelwerkzeug, das wir von Herrn Richter kennen, ist eine Extraanfertigung, die man leider in keinem Baugeschäft finden kann. Macht aber nichts. Mit Maurerglätter können wir genauso gute Ergebnisse erzielen und dabei ist er auch noch viel günstiger. Rakeltechnik eignet sich besonders gut für die Einsteiger in die abstrakte, gegenstandslose Malerei. Die Ergebnisse sind ziemlich schnell zu erreichen und das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits will man weitermalen, andererseits aber möchte man das schnell erreichte schöne Ergebnis unbedingt beibehalten. Und das kann beim Malen zu Blockade führen. Es ist wichtig, diese Angst, das Schöne zu verlieren, indem wir übermalen, nicht zuzulassen. Erst wenn wir Mut haben, das Erschaffene wieder zu zerstören, können wir uns als Künstler entwickeln. Was nutzt uns, wenn wir uns mit einem bereits in 5 Minuten erschaffenem Kunstwerk zufrieden geben und mit dem Malen aufhören? Malen heißt kreativ sein. Es ist ein Prozess, der auch Krisen beinhaltet, aus denen wir gestärkt rauskommen. Also tobt man sich erstmal so richtig aus, damit wir uns daran gewöhnen und unsere eigene Handbewegung entwickeln. Die Rakeltechnik hat ihre eigenen Tücken und wenn man es alleine ohne Hilfe versucht, braucht man einige Zeit, um sie vollkommen beherrschen zu können. Es ist wichtig, nicht gleich am Anfang in schön und nicht schön zu urteilen. Das Hin- und Herrackeln von links nach rechts, von rechts nach links und von oben nach unten sollte nicht länger dauern als eine Stunde. Wenn man es übertreibt, dann droht die Matschgefahr, aus der man schwer wieder rauskommt. Nachdem schon eine gewisse Komposition oder ein Gerüst zu sehen ist, fängt man an, das etwas überladen chaotische und rohe zu beruhigen, indem man entscheidet, wohin die Reise geht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Brücken, Säulen, Stempeln oder Schneefalleffekte. Nachdem wir eine Struktur geschaffen haben, geht es ausschließlich darum, die einzelnen Details auszuarbeiten. Hier drosseln wir unseren Maltempo. Jetzt wird Fantasie gefordert. Da es um Feinheiten geht, benutzen wir statt Rakel, Pinsel oder Schwämme. Die Rakeltechnik erfordert viel Geduld. Gerhard Richter sagte einmal über die Farben, sie machen, was sie wollen. Und das stimmt tatsächlich, die Farben machen, was sie wollen,
Es sind viele Zufälle, die durch unser Betätigen entstehen und die können wir beliebig steuern. Wir entscheiden, wie viel Zufall im Bild bleibt. Acryl benötigt strukturiertes Arbeiten. Die Wasserfarben verzeihen mehr und sind auch besser für die Einsteiger geeignet. Beim Öl geht es vielmehr darum, die entstandenen Schichten freizulegen. Und nach einer gewissen Trocknungszeit, Öl benötigt mehrere Tage, die interessantesten Effekte rauszukratzen. Hier ist mehr der Zufall am Werk. Mit Acryl können wir an einem Tag fertig werden, während Öl mehrtägige Arbeit benötigt. Durch das Ziehen des Rakelwerkzeugs entstehen immer wieder neue Farbkompositionen, die spannender und vielfältiger sind als die vorausgehenden. Unsere Aufgabe ist es, irgendwann damit aufzuhören, das Gefühl für die Komposition zu bekommen, herauszufiltern, was zusammenpasst und was nicht, ohne dass man darin, wie Michelangelo sagte, unser Bemühen sieht.